Nicht nur in Zeiten, in denen man das Haus nicht verlassen darf, sondern generell, wenn man mit Menschen auf der ganzen Welt zusammenarbeiten möchte, aber dabei nicht seine Umweltbilanz komplett versauen möchte, ist es hilfreich, wenn man sich über das Internet miteinander verschalten kann. Dabei helfen natürlich Tools wie Skype oder auch Zoom-Konferenzen, um sich in die Augen zu schauen, sich zu unterhalten. Aber was ist mit professionellem Sound? Beide Konferenztools oder auch andere Konferenztools sind in der Regel darauf ausgelegt, für gute Sprachverständlichkeit zu sorgen. Aber professioneller Studio-Sound, vielleicht sogar direkt aus der DAW? Dafür gibt es ein Plugin von der Firma Audio Movers mit dem Titel Listen To, also höre zu. Und das schauen wir uns heute mal genauer an. Und wenn du dich dafür interessierst, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Jonas vom Recording Blog und los geht's. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog, meinem Kanal, in dem ich dir mit meinen Tipps und Tricks dabei helfen möchte, dafür zu sorgen, dass deine Musik demnächst genauso gut klingt wie die Großen im Radio. Und wenn wir an die Großen im Radio denken, dann denke ich persönlich immer daran, dass da eine ganze Menge Leute mitgearbeitet haben an solchen Songs. Das heißt, man kommt zusammen, arbeitet zusammen an den Songs und entwickelt die weiter zusammen. Und das ist aber dann natürlich damit verbunden, dass man das Haus verlassen muss, dass man sich irgendwo trifft, alles, was im Moment nicht möglich ist oder was vielleicht generell nicht möglich ist, weil vielleicht ein Musiker aus Australien dir einen Song zugeschickt hat, den du jetzt mischen sollst für ihn. Super Idee im Prinzip, aber man kann halt nicht zusammen am Song arbeiten. Schön, wenn man den Sound dann rund um die Welt schicken kann und zwar auf professionellem Level und nicht dem, was dann Skype oder Zoom zum Beispiel machen. Per WhatsApp geht sowieso gar nicht oder per Messenger von Facebook und so weiter. Bei Zoom geht es leidlich, indem man da professionelle Soundeinstellungen einmacht, über 17 Verrenkungen um die Ecke. Bei Skype soll das angeblich auch geben, aber keins dieser beiden Tools hat eine direkte Schnittstelle in die DAW. Das heißt, man braucht ein Plugin, wo man den Sound direkt aus der DAW rausschicken kann. Und dafür hat die Firma Audio Movers ihr Plugin Listen To entwickelt. Es gibt sicherlich andere Dienste, die das auch einigermaßen können. Zum Beispiel Session Link Pro aus Düsseldorf ist ein großes professionelles Tool, mit dem viele Radios arbeiten. Aber dafür braucht man mindestens, wenn ich das richtig verstanden habe, zwei Rechner. Nämlich einer, der Listen To, bei Session Link den Sound empfängt. Und der Rechner spielt dann seinen Sound rüber auf einen anderen Rechner, der ihn dann aufnimmt. Viel zu kompliziert, viel zu teuer. Es gibt noch andere Tools, die auch unfassbar teuer sind. Und Listen To von Audio Movers kostet 99 Euro im Jahr. Mit anderen Worten, ungefähr eine Tankfüllung. Wenn du mal rüberfahren würdest zu jemandem, um bei ihm zu arbeiten, die kannst du dir auf jeden Fall schon mal sparen. Ab der zweiten Anwendung sparst du im Prinzip schon, wenn du das Tool also regelmäßig benutzt. Du kannst es auch auf der Seite von Audio Movers runterladen, für eine Woche mal ausprobieren und mal gucken, ob da überhaupt was ein Anwendungsszenario für dich dabei ist, mit dem du arbeiten kannst. Aber wir schauen uns das Ganze am besten einmal im Detail an. Wir machen einmal ein Beispiel, wo ich einen Song mische und du kannst mir dabei zuhören, einfach nur, also den professionellen Sound auf der anderen Seite der Welt hören. Dann machen wir im zweiten Beispiel, du machst eine DAW bei dir zu Hause auf. Ich schalte mich auf deinen Rechner und mische vor deinen Augen in deiner DAW. Auch ein interessantes Szenario. Ne? Der Mix findet auf deinem Rechner statt. Du kannst direkt zuhören, mit mir sprechen und auch richtig zuhören. Und ich kriege den professionellen Sound rübergestreamt zu mir ins Studio und kann deinen Rechner fernsteuern. Sehr interessante Variante. Die dritte Variante schauen wir uns heute nicht an, denn die wäre vielleicht zu kompliziert. Deswegen muss ich erst herausfinden, ob da überhaupt Interesse deinerseits dabei ist. Denn man kann mit Listen To, es gibt ein Plugin, mit dem man senden kann, und ein Plugin, mit dem man empfangen kann. Beide gehören zu diesen 99 Euro. Wenn man die passend zusammen verschaltet, dann kann man sogar auf der anderen Seite der Welt jemanden den Sound schicken. Der spielt dir was ein, das kommt wiederum bei dir zu Hause an und du kannst es dann in deine DAW einpassen und das nahezu ohne Latenz. Das zu verschalten ist ein bisschen komplizierter, deswegen muss ich wissen, ob du dich dafür interessierst. Interessierst du dich dafür, dann schreib mir bitte Spezialanwendung unten in die Kommentare und wenn da genügend Leute zusammenkommen, dann machen wir mal einen Livestream, in dem ich genau erkläre, was man machen muss oder wie man es verschalten kann mit diesem Plugin, dass man tatsächlich jemanden aufnehmen kann, der in München sitzt und du sitzt in Hamburg oder der sitzt in Neuseeland oder in Australien oder in Amerika, wie auch immer. Hauptsache, er hat Internet und dann kann man sich miteinander verschalten. Wie gesagt, das würde heute zu weit führen, deswegen schauen wir uns erstmal die ersten beiden Szenarien an. Wir steigen am besten mal direkt ein. Falls dir dieses Video aber jetzt schon gefallen sollte, würde ich mich freuen, wenn du mir es zeigst über einen Daumen nach oben und wenn es dir nicht gefällt, drück schnell zweimal auf Daumen nach unten und hier auf das nächste Video. Aber wir gehen jetzt mal rüber in die Session und gucken uns mal das Plugin Listen To von Audio Movers an. Wir schalten mal dazu rüber hier.
jetzt mal direkt heute mal ohne Schnitt direkt rübergegangen und wir haben ja eine Session offen, die ich neulich mal gezeigt habe, als ich die ganzen Choraufnahmen gemacht habe. Und hier habe ich jetzt als letztes Plugin direkt hinter meinem Limiter, also auf dem Masterbus im Limiter, habe ich das Plugin reingeladen und das sieht genauso aus. Das ist Listen To, ne? Relativ einfach zu verstehen. Hier oben muss man sich mit seinem Account anmelden und gibt dann einfach seinen Namen ein, sein Passwort ein, loggt sich ein und schon ist man hier. Logged in steht ja da auch. Und dann kann man seine Session benennen. Ich habe diese Session jetzt einfach mal Logic Sendet genannt und sobald man das gemacht hat, kann man auch schon einen Link kopieren, den man dann rund um die Welt auf die andere Seite schickt oder in die südliche Region dieser Republik oder wo auch immer dein Kumpel gerade sitzt. Selbst wenn es nur zwei Häuserblocks weiter ist, muss er dafür nicht aus dem Haus raus. Ne? Diesen Link schickst du ihm dann per E-Mail, kannst dann hier unten noch angeben, in welcher Qualität gestreamt werden soll und auch das ist wirklich außergewöhnlich, denn hier mit 320 Kilobit AAC, das ist ungefähr, also mindestens fünfmal so gut wie 320 Kilobit MP3 oder man komprimiert gar nicht und geht dann sogar mit 24 oder sogar 32 Bit unkomprimiert raus, je nachdem wie gut deine Internetverbindung ist. Kann man hier also auswählen, dann geht es weiter, hier unten kann man noch eine Latenz einstellen, je nachdem wie sauber deine Internetleitung ist, kannst du hier runter bis auf 0,1 Sekunden, das sind also 100 Millisekunden, das ist nahezu nichts und gehst dann auf Start Transmission steht da normalerweise. Ich habe die Transmission schon gestartet, deswegen steht hier Stop Transmission und ich habe den Link auch schon rübergeschickt auf meinen Laptop, der hier vor sich hin rauscht, falls du dich gefragt haben solltest, ob ich an der See wohne. Nein, tue ich nicht. Hier unten steht mein Laptop und wir können ja mal kurz rüberschalten auf den Laptop. Den schalte ich dir mal hier so cut rein und da kannst du den Laptop sehen. Und im Laptop habe ich jetzt einen Browser aufgerufen, in dem Fall den Chrome-Browser, wie du sehen kannst. Und mit dem Chrome-Browser muss ich jetzt nur Folgendes machen. Ich muss einfach nur die Adresse, die ich mir vorher in den Zwischenspeicher geladen habe, also ich habe sie mir per Mail geschickt, mache jetzt einfach mal Paste hier oben in die Leiste rein und drücke auf die Enter-Taste. Und zack, geht das Fenster auf und ich muss jetzt eigentlich nur noch Start Listening hier aktivieren und schon könnte ich hören, was aus der DAW auf der anderen Seite der Republik rauskommt. Da wird jetzt aber noch nichts abgespielt. Also starten wir mal hier auf der Seite einfach mal den Song und gucken mal, ob aus dem Laptop was rauskommt. Ich bin mal gespannt. Du müsstest es über mein Mikrofon hier hören. Mit anderen Worten, ich könnte an einem Song mischen und arbeiten und der Kunde oder ein Freund von mir könnte mir dabei zuhören und genau hören, was ich mache. Aber er könnte halt nur zuhören. Wäre doch interessanter, wenn er mir dabei zuschauen könnte oder wenn der Mix sogar auf seinem Rechner läge. Das heißt, er hat einen Song bei sich in der DAW aufgemacht und ich möchte den Song aber bearbeiten auf der anderen Seite der Welt. Klingt kompliziert, ist es auch so ein bisschen, aber warum nicht irgendwie einen Weltklasse-Mischer engagieren, der deinen eigenen Song bearbeitet, aber direkt auf deiner DAW. Das heißt, der schaltet sich quasi per Screensharing, also du teilst deinen Bildschirm mit ihm, schaltest du dich mit ihm zusammen und er kann dann quasi deinen Computer bedienen aus der Entfernung. Also in deiner Umgebung, mit deiner DAW, mit deinen Plugins, deinen Song mischen, fehlt nur noch der Sound. Und wenn du deinen Sound dann quasi per Audio Movers Listen To rüberschickst zu ihm, dann hat er nicht nur per Screensharing deinen Desktop und deinen Bildschirm zu sehen, sondern dann bekommt er auch noch den Sound zu hören und hört genau, exakt genau das, was er macht. Und du natürlich auch. Du sitzt ja direkt vor dem Rechner und kannst staunen und mit ihm quatschen. Und wie wir das machen, das schauen wir uns am besten jetzt auch nochmal an. Es gibt nämlich die Möglichkeit, dass wir hier, ich mache das Fenster mal zu, am Laptop, dass du natürlich auch hier in deiner Session hier das Listen-To-Plugin startet und das solltest du jetzt hier sehen. Also ich habe hier mal das Listen-To-Plugin gestartet und habe jetzt hier auch schon die Transmission, also die Übertragung auch schon mal gestartet, sodass die Session, die ich jetzt hier aufgemacht habe auf dem Laptop, die jetzt mal virtuell, sagen wir mal, in München steht, dass die jetzt gestreamt werden soll rüber zu mir nach Münster. Wie machen wir das am besten? Ich finde es am einfachsten mit einer Zoom-Konferenz. Das heißt, den Bildschirmzugriff gestatte ich jetzt einfach erstmal per Zoom-Konferenz. Zu dem Zweck habe ich mal eine Zoom-Konferenz zwischen diesen beiden Rechnern aufgesetzt und schalte mal kurz hier rüber, dann kannst du das hier auch sehen. Da ist die Konferenz. Hier bin ich einmal hier zu sehen. Hier winke ich einmal in die Kamera. Das heißt, das hier ist München und das hier ist Münster.
kommt man auch ein bisschen durcheinander. Ne? München, Münster, kann man auch durcheinander kommen. Auf jeden Fall ist das hier Münster und wir schalten mal hier rüber auf die Zoom-Konferenz, die ich hier am Start habe. Das heißt, du siehst mich hier von der Seite. Das hier ist München und hier ist Münster. Und jetzt muss ich im Prinzip nur in München eine Freigabe für den Bildschirm geben. Das heißt, ich gehe hier einfach mal auf Bildschirm freigeben, kann dann hier auswählen. Warte mal, ich zeige dir das nochmal hier. Machen wir nochmal zurück. Kann hier unten auf Bildschirmfreigabe geben und dann hier auf den Bildschirm gehen, den ich freigeben will. Ich gebe jetzt also diesen Bildschirm frei und habe jetzt hier diesen Bildschirm komplett freigegeben und kann jetzt am Rechner in Münster im Prinzip diesen Rechner hier fernsteuern. Wenn ich jetzt noch freigebe, dass er hier auch wirklich ferngesteuert werden darf, dafür müssen wir hier oben nochmal eben die Fernbedienung hier freigeben. Und zack, schon sollte ich diesen Rechner hier fernsteuern können und kann jetzt hier quasi sämtliche Einstellungen vornehmen, die so gesteuert werden, als wenn ich direkt vor dem Rechner vorsitzen würde. Also, ich kann jetzt also den Rechner in München hier fernsteuern. Jetzt habe ich ja gesagt, der Sound muss ja noch über die Leitung rübergeschickt werden. Mit anderen Worten, München, also der Laptop, hat eine Listen-to-Verbindung hier unten rechts in der Ecke. Und schickt mir jetzt das Signal quasi über den Browser. Den muss ich jetzt noch aktivieren. Da ist der Browser. Und da kann ich jetzt in dem Browser hier einfach mal den Link, der mir zugeschickt wurde, starten. Und kann jetzt hier quasi den Sound aus dem Rechner hören, der von drüben kommt. Hören wir mal kurz, was hier am Bach ist. Ich starte mal den Laptop. Bin heute der beste Tag in meinem Leben. Oh, und wir hören. Sensationell. Also der Sound aus dem Laptop ist da. Jetzt müssen wir noch auf die Fernsteuerung gehen. Wo ist die? Hier. Und jetzt kann ich diesen Rechner fernsteuern, als wenn ich davor sitzen würde. So, stopp. Ich kann hier einen Fader schubsen und kann dafür sorgen, dass die Musik leiser wird. Und so weiter und so fort. Kann hier Equalizer reinladen. Presonus zum Beispiel hier. Ein bisschen runter scrollen. Kann hier zum Beispiel den. Sagen wir mal den Pro-EQ reinladen. Wo ist er? Etwas tiefer. Da. Und kann den kompletten Sound am Rechner verändern. Während du. Also, so geht's, den Rechner fernzusteuern. Wenn du noch eine etwas direktere Fernsteuerung haben willst, dann geht das also mit einem weiteren Tool. Das wäre dann schon das dritte Tool, da wird es ein bisschen kompliziert. Mit AnyDesk zum Beispiel, kann ich dir mal unten einen Link auch in die Videobeschreibung reinpacken. Da kannst du auch mal drauf gucken. AnyDesk bedient sich noch ein kleines bisschen flüssiger als die Fernbedienung hier von Zoom, wobei ich davon ausgehe, dass das bei Zoom demnächst auch noch viel besser werden wird. Aber mit Zoom kannst du dich direkt unterhalten, du kannst den Rechner fernsteuern und über Listen To von Audio Movers bekommst du dann den professionellen Sound rübergestreamt. Die Verschaltung von zwei Rechnern, um auf dem Wege des Internets aufzunehmen, ist ja, wie gesagt, dann ein kleines bisschen aufwendiger und dementsprechend bräuchten wir da mehr Zeit für. Dafür möchte ich dann tatsächlich den Livestream reservieren und schreib dann gerne spezial an Anwendung unten in die Kommentare rein, damit ich weiß, dass da Bedarf ist, denn dann kann man tatsächlich realisieren, dass jemand auf der anderen Seite der Welt mit mir zusammen Musik macht, dass ich das aufnehmen kann, obwohl er in, sagen wir mal, in Australien einspielt, also wenn er da nicht gerade am Pennen ist, während ich am Studio sitze, und dass ich das aufnehmen kann. Er spielt eine Gitarre, ich nehme sie auf und muss das dann nur einmal kurz korrigieren und kann dann schon damit arbeiten, habe da auf professionellem Soundlevel für ein Plugin für 99 Euro im Jahr, da brauchen wir echt nicht drüber diskutieren, oder? Ich habe da wirklich die Möglichkeit, Kooperationen weltweit zu machen oder auch einfach Leuten weltweit meine Mixfähigkeiten zu zeigen oder denen bei meinem Prozess zuschauen zu lassen. So, jetzt hoffe ich aber, dass ich dich nicht zu sehr verwirrt habe, sondern mehr auf den Geschmack gebracht habe. Wie gesagt, 7 Tage kann man das ausprobieren, das Plugin, und mal herausfinden, ob das eigentlich was für einen ist. Und wenn du feststellst, dass es was für dich ist, unterstützt die kleine Firma Audio Movers mit dem Plugin Listen To und besorgt dir das Plugin natürlich. Wir sehen uns die Tage wieder zu einem weiteren Video im Recording-Blog und bis dahin wünsche ich dir vom Guten nur das Beste, mach's gut und Yassou!